willkommen bei unserer letzten Vorlesung. Unser Ziel heute ist Ihre Klausurvorbereitung und dazu habe ich 4 Fälle vorbereitet, die so ähnlich auch in der Klausur in echt vorkommen können. Die 4 Fälle decken die 4 Schwerpunkte der Veranstaltung ab. Zunächst die Patenterteilung, dann die Möglichkeiten zur Aufhebung eines Patents, dann die Ansprüche in einem Patentverletzungsverfahren und schließlich das Lizenzvertragsrecht. Gucken wir uns das Ganze mal etwas näher an. Also Fall 1. Fall 1, gucken Sie sich den Sachverhalt an. Erfinder E hat ein Gerät zum annähernd simultanen Transport von Materie über beliebige Distanzen, sogenannter Teleporter, entwickelt. Zum Zwecke der Vermarktung gründet er die GmbH, welche die Erfindung beim DPMA zum Patent anmeldet. Nachdem er Prüfungsantrag gestellt hat, bemängelt der Prüfer zahlreiche Aspekte. Eine Erfindung sei bereits durch zahlreiche Fernsehserien, zum Beispiel Star Trek, bekannt. Am Tag der Patentanmeldung sei 2 Stunden vor der GmbH eine Patentanmeldung des X für eine identische Erfindung eingegangen. Die Patentansprüche seien so formuliert, dass sie nur für Quantenphysiker verständlich seien. Frage: Unterstellt, die von E entwickelte Technologie funktioniert und es kämen nur die vom Prüfer konkret genannten Entgegenhaltungen in Betracht, müsste das Patent aus materieller Sicht erteilt werden. Hinweis: Die formellen Voraussetzungen der Patenterteilung sind nicht zu prüfen. Tja. Können wir mal auf die Seite davor machen? Ich kann nur eine Folie gleichzeitig anzeigen. 2 Folien gehen nur in Hörsaal C. Der einzige Hörsaal, wo das geht. Ein kniffliger Fall. Ja, woher wissen wir denn, wann Patente erteilt werden? Wo gucken wir da? In Paragraph 1, beziehungsweise 1 bis 5, genau. Ja, gucken wir mal erstmal in Paragraph 1, Absatz 1. Was sagt er uns? Das ist eine schöne Norm, eine subsumptionsfähige Norm. Kann man auch direkt das Prüfungsschema erkennen. Wir brauchen eine Erfindung, die muss neu sein, muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein und damit gegebenenfalls noch nicht gegen die Ordnung verstoßen. Genau. Also wir können den Paragraphen 1 Absatz 1 entnehmen. Wir brauchen eine Erfindung, die muss neu sein, die muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, die muss gewerblich anwendbar sein und darf nicht gegen den Ordre Publik verstoßen. Dann wird ein Patent erteilt. Es gibt also einen Anspruch auf Patenterteilung. Das ist eine gebundene Entscheidung. Frage: Liegen diese Voraussetzungen hier vor? Dazu müssen wir erstmal herausfinden, ist das hier eine Erfindung im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 1? Da haben wir einen Negativkatalog in 1 Absatz 3. Liegt irgendwas von 1 Absatz 3 vor? Nein, liegt nicht vor. Also, das ist nicht das Problem. Wir können also sagen, es ist kein Ausschussgrund gegeben. Frage, was ist eine Erfindung im Übrigen, wenn wir sozusagen allgemein definieren sollten, was ist Erfindung? Die Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal überschaubaren Erfolges. Ja, so kann man das definieren. So hat der BGH das definiert in seiner Entscheidung Rote Taube. Inzwischen ein paar Mal modifiziert, aber im Grundsatz richtig. Frage: Geht es hier um den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte? Ja, irgendwie schon, wie auch immer es funktionieren mag. Zweitens: Wie sieht das aus hier mit Lehre zum planmäßigen Handeln? Haben wir das? Ja, irgendwie schon. Und dann kausaler Erfolg: Ist der Erfolg beherrschbar?
scheint auch so zu sein. Also das ist ein Problem, also Erfindung liegt vor. Gut. Dann brauchen wir den zweiten Prüfungspunkt, Neuheit. Was bedeutet Neuheit? In welchen Paragraphen gucken wir da? Ja, die Erfindung ist neu, wenn sie zum Stand der Technik gehört. Dann müssen wir nur noch gucken, was der Stand der Technik ist. Wo gucken wir da? Das ist auch nicht so schwierig. Satz 2, 3, 1, 2. Frage, haben wir hier einen Genschienenstand der Technik im Sinne von 3, 1, 2? Ja, da könnte man den gegenstehenden Einwand in Betracht ziehen, dass es eben schon durch Fernsehserien und Star Trek bekannt ist. Aber allein, dass die Tatsache als solche bekannt ist oder irgendwie fiktiv dargestellt wird, heißt ja nicht, dass es schon zum Stand der Technik gehört. Das heißt, bisher war es nicht möglich zu teleportieren. Deswegen steht das dem Stand der Technik nicht entgegen. Ja. Also wir haben in der Tat hier keine Kenntnis eines Verfahrens oder eines Erzeugnisses, was das bewirken kann. Allein die Möglichkeit, dass dieser Erfolg irgendwie erreicht werden könnte, reicht nicht. Wir müssen sozusagen Kenntnis des Erzeugnisses oder Verfahrens haben, was hier nicht gegeben ist. Aber wir haben noch mehr als Stand der Technik, wenn Sie in Paragraphen 3 weiterlesen. Was haben wir nämlich noch? Dass es auf den Anmeldetag ankommt? Ja. Was am Anmeldetag? Ja, die Kenntnis am Anmeldetag. Jetzt sagt er hier, am Tag der Patentanmeldung sei 2 Stunden vor der GmbH eine Anmeldung des X für eine identische Erfindung eingegangen. Ist diese Erfindung Stand der Technik? Gehört die zu den Kenntnissen, die am Anmeldetag bekannt waren? Nein, weil in § 3 Absatz 1 Satz 2 steht ja drin, die vor dem Tag der Anmeldung da waren und diese 2 Stunden, das sind ja am gleichen Tag noch. Ja, in der Tat, das ist vor der Anmeldung. Es gibt noch ein weiteres Problem. Warum? Wem muss es bekannt sein? Es muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Ja, es muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Und wem ist es nur zugänglich gemacht worden, wenn es angemeldet wird? Den WPMA. Ist das WPMA die Öffentlichkeit? Nein, weil die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Die dürfen also nicht über das reden, was sie entdecken. Das heißt, das WPMA ist als solches nicht neuheitsschädlich. Aber wir haben eine Erweiterung des Neuheitsbegriffs, nämlich wo? Gerade für Patentanmeldungen, obwohl die nicht öffentlich sind, warum werden die berücksichtigt? Wo geht es um Patentanmeldung in Bezug auf Neuheit? In § 3, aber nicht in Absatz 1, sondern in welchem Absatz steht was von Anmeldungen? Nein, ich meine hier die Anmeldung und wo steht die, dass ich Anmeldungen berücksichtigen kann als Stand der Technik bei der Neuheitsprüfung, nicht bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, in 3 Absatz 2.
Was sagt nämlich 3 Absatz 2? Was darf ich berücksichtigen anstatt der Technik? Nummer 1 in dem Fall sogar. Ja, was genau wird entgegengehalten? Wenn die öffentlich zugänglich gemacht worden sind, gehören sie eh zur Öffentlichkeit. Aber was ist der Clou des Absatzes 2? Wenn die Patentschrift offengelegt ist, gehört sie eh zum Stand der Technik, weil sie jeder lesen kann. Aber was ist der Clou des Absatzes 2, Nummer 1? Worauf stellt der ab? Das ist ja, steht im Wortlaut drin, das ist jetzt nicht so revolutionär. Auf die nationale Anwendung der ursprünglichen Fassung. Das heißt nicht in der veröffentlichten Fassung, sondern in der Fassung, wie sie ursprünglich eingereicht worden ist. Warum gibt es diesen denn? Was ist denn der Witz dieser Regelung? Gegenüber dem Absatz 1, Satz 2, der ohnehin den Stand der Technik definiert. Was ist der Mehrwert dieser Regelung bezüglich der Anmeldungen? Der verhindert die Doppelpatentierung. Wie macht er das? Wodurch erreicht er das? Warum verhindert nicht schon der Absatz 1, Satz 2 die Doppelpatentierung? Weil er eine sonderliche Zeitungsfreiheit hat, er ist nicht exakter, aber was ist der Clou? Was ist der Clou, welcher Zeitpunkt gilt für Absatz 1 und welcher Zeitpunkt gilt für Absatz 2? Bei Absatz 2 ist es am gleichen Tag oder nach dem Tag, sagen Sie. Ja. Das ist für die öffentliche Zugänglichmachung. Die spannendere Frage ist sozusagen, welcher Tag ist denn maßgeblich? Also an welchem Tag wird sozusagen fingiert, dass es zum Stand der Technik gehört? Also in der Tat, es ist nach dem Tag sogar. Also das heißt, die Offenlegung, die Anmeldung erfolgt am 1. Februar, die Offenlegung der konkurrierenden Schrift erfolgt am 1. Dezember. Also ewig später, warum auch immer die so spät erfolgt. Und warum kann ich eine Offenlegung vom 1. Dezember einer Patentanmeldung vom 1. Februar entgegenhalten? Warum ist die trotzdem möglicherweise relevant? Im ersten Halbsatz. Vor dem Relativeinschub mit die. Wie heißen die beiden Worte vor dem die? Fragen wir mal so. Ja, älteren Zeitrang. Was heißt denn Zeitrang? Welchen Zeitrang hat denn ein Patent oder eine Patentanmeldung? Das könnte man nämlich jetzt genau überlegen, genau darauf kommt es an. Ist der Zeitrang in der Tat der Eingang beim Patentamt? Nach dem Motto, was zuerst eingeht, ist zuerst, was dann eingeht, ist nachrangig. Wie ist es im Grundbuch? Ja. Aber das geht ja hier eigentlich gerade nicht. Ja. Also wenn wir hier der Reihe nach abarbeiten, würden wir in der Tat sagen, wer 2 Stunden vor anmeldet, gewinnt, wer 2 Stunden spät anmeldet, verliert.
Das wäre ein klares Rangsystem. Aber ist das Rangsystem im Patentrecht so? Wie funktioniert das Rangsystem im Patentrecht? Es ist im Grundsatz der Anmeldetag entscheidend. Ist immer der Anmeldetag entscheidend für das Rangverhältnis? Ist der Zeitrang immer identisch mit dem Anmeldetag? Ich gebe Ihnen einen Tipp, der Zeitrang kann vor dem Anmeldetag liegen. Ja. Dass dann der Anmeldetag bei dem ursprünglich gestellten Patent erfüllt? Ja, wir haben einen fiktiven Zeitrang im Rahmen der Priorität. Sie können Priorität in Anspruch nehmen bei ausländischen Patentanmeldungen und bei Gebrauchsmusteranmeldungen und bei Ausstellungsprioritäten, das heißt, wenn Sie es auf einer Messe ausgestellt haben. In diesen Fällen wird fingiert, dass die Patentanmeldung früher erfolgt ist. Das heißt, es wird so getan, als sei das Patent schon früher angemeldet. Ursprünglich eingereichte Fassung? Ja. Also, nein, nicht darauf. Das kann geändert werden. Also, Sie können im Rahmen des Erteilungsverfahrens noch Änderungen vornehmen, sprachliche Klarstellungen, Sie können Patentansprüche aufgeben, Sie können alles Mögliche machen, aber das Patent noch nicht erteilt ist, können Sie alles Mögliche mitmachen. Sie dürfen es nicht erweitern, aber Sie dürfen sprachlich korrigieren. Und wenn dann was dazugekommen ist, was möglicherweise hier kollidiert als Stand der Technik, weil Sie sagen, man kann es noch da und dafür nutzen, dann kann das nicht entgegengehalten werden. Weil gesagt wird, zu dem Zeitpunkt war das in dem Patent noch nicht drin. Es gilt die Patentschrift in der Form, wie sie ursprünglich eingereicht worden ist. Alles, was danach passiert, spielt keine Rolle. Gut, aber es auf diesen Fall wieder zurückzukommen, wie sieht das hier aus? Haben wir hier eine Anmeldung mit älterem Zeitrang? Zwei Stunden vorher. Ist das ein älterer Zeitrang? Ich würde sagen, nein, weil ja keine Anhaltspunkte für zum Beispiel die Gebrauchsmusteranmeldung da sind. Deswegen zählt nur der Anmeldetag und dann ist der gleiche Tag. Ja, in der Tat, wir haben keine Hinweise auf eine Priorität. Damit bestimmt sich der Zeitrang nach dem Anmeldetag. Der Anmeldetag ist aber beiden der gleiche. Damit ist es keine Anmeldung mit einem älteren Rang. Die wäre nämlich genau gleichrangig, weil die am selben Tag angemeldet sind. Damit würden beide ein Patent kriegen auf die gleiche Sache. Das kann rechtstheoretisch passieren. In der Praxis kommt das nicht vor, aber es ist zumindest theoretisch denkbar. Also können wir feststellen, es ist neu. Der Neuheit steht weder entgegen die Star Trek-Variante, noch steht der Neuheit entgegen, dass ich eine Parallelanmeldung habe. Damit liegt Neuheit vor. Was brauchen wir als nächstes? Erfinderische Tätigkeit. Ja, das Ganze muss auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Wo gucken wir bei erfinderischer Tätigkeit? Paragraph 4. Was ist der Unterschied zwischen erfinderischer Tätigkeit und Neuheit? Ist das nicht dasselbe nochmal? Geht es auch wieder um Stand der Technik? Die Erfindung darf eigentlich aus dem Stand der Technik jetzt naheliegend sein. Vorher ging es darum, ob exakt die Erfindung schon zum Stand der Technik gehört. Genau, sie darf nicht naheliegend sein. Das heißt, ein Fachmann darf nicht sagen, das ist ja einfach nur selbstverständlich, sondern es muss sozusagen noch eine zusätzliche geistige Leistung vorliegen. Frage, liegt die Erfindung nach dem Stand der Technik nahe, wenn Sie jetzt Star Trek haben? Kommen Sie dann direkt auf diese Erfindung als Techniker? Jeder Techniker, der Star Trek guckt, sagt, ach ja, so funktioniert das. Was sagen Sie? Ach ja, der Ach-so-Effekt? Nein. Denn sonst hätte es auch viele Leute schon angemeldet. Es gibt ein großes praktisches Bedürfnis danach. Die Leute wollen gerne schnell von A nach B kommen. Da das nicht da ist, spricht viel dafür, dass es doch nicht so offensichtlich sein kann, wie man sich das vorstellt. Also erfinderische Tätigkeit liegt vor. Was brauchen wir dann? Gewerbliche Anwendbarkeit. Die gewerbliche Anwendbarkeit, wo gucken Sie da? In Paragraph 5. In Paragraph 5.
Was brauchen wir für gewerbliche Anwendbarkeit? Muss auch irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden können. Das ja. heißt, irgendwie nach Funktion vermarktet werden können. Und hier ist es ja gerade so, dass er sogar zum Zweck der Vermarktung die GmbH gegründet hat. Ja. Und offensichtlich das kommerziell nutzen möchte. Ja, er möchte das kommerziell nutzen. Es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass es einen Markt dafür gibt. Also insofern scheint das eine Erfindung zu sein, die auch gewerblich anwendbar ist. Ja, dann noch Ordre Publik. Verstößt das hier gegen Grundwertungen der deutschen Rechtsordnung im Sinne von § 2? Was meinen Sie? Ist das hier so skandalös, dass man sagen muss, das geht gar nicht? Kein Ordre Publik Problem. Ja, dann noch zu der Aussage, die Patentansprüche sind so formuliert, dass sie nur für Quantenphysiker verständlich sind. Worauf könnte sich dieser Einwand noch beziehen? Schlechtes Patent. Könnte man das nicht im Rahmen des planmäßigen Handels anwenden, dass man sagt, das müsste irgendwie ausführbar sein und dann wäre auch abzustellen, oder ist das, wenn man der Fachmann aufgrund der Beschreibung eben auch diese herstellen könnte oder produzieren könnte. Mhm. In § 34 Absatz 4 ist ja geregelt, dass die Anmeldung so deutlich und vollständig sein muss, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Das heißt, dass hier der Einwand, dass nur ein Quantenphysiker das tun könnte, im Grunde unschädlich ist, weil ein Quantenphysiker wäre ein Fachmann im Sinne der Norm. Ja. Somit ausführlich und vollständig. Ja, also in der Tat, das Ganze könnte möglicherweise ein formeller Mangel sein, die sind aber eh nicht zu prüfen. Das heißt, hier wäre ein Verstoß gegen 34.4. Das Ganze ist aber unschädlich, weil es muss ja nicht für Laien verständlich sein, sondern nur für die Fachleute. Und das würde es hier erfüllen. Gut, Frage 2, warum hier einsteht, weiß man nicht. Ihr hat erfahren, dass neben einem deutschen Patent vor dem DPMA auch ein europäisches Patent vor dem EPA beantragt werden kann. Was sind die Vor- und Nachteile eines solchen Patents? Eine gute Frage. Warum sollten Sie ein europäisches Patent beim EPA in München beantragen? Da ja auch das deutsche Patent im Marktamt in München ist, ist ja alles da. Das ist ja dann egal. Ja? Vorher ist das für Deutschland erteilte Patent eben nur auf dem Gebiet Deutschlands Anwendung findet, damit er jetzt sagen wir mal, eine Nutzung, die man in Frankreich nicht im Winter verhindern könnte. Deshalb wäre es vielleicht ein Vorteil, das europaweit anzumelden, auf den entsprechenden Sektoren. Und dann hätte er den Vorteil, dass in einem anderen, der das anmelden würde, er die Prioritätsregelung in Anspruch nehmen könnte, sollte in einem anderen europäischen Land ähnliche Erfindungen eventuell nachstehen, direkt gemacht werden sollen. Nachteil ist vielleicht, dass es bei angefochtenen Patenten im europäischen Ausland eine komplizierte Prüfung bzw. eine komplizierte Frage dadurch sich ergibt, dass es nach dem jeweiligen Erfinden des Landes erteilt wird und dass es quasi zu einem Flickenteppich führen könnte, dass es für Deutschland und die Schweiz meinetwegen ein Patent hat, aber nicht für die Benelux. Ja, fangen wir mal dem ersten Argument an. Es sei sinnvoll, dass man für möglichst viele Staaten ein Patent bekommt. Das ist richtig. Aber ist denn das europäische Patent genauso wie so eine Unionsmarke, dass sie in allen Mitgliedstaaten automatisch ein Patent kriegen? Es ist ein Bündelrecht, das heißt, es gibt nur für die Staaten ein Patent, für die es auch anwenden. Also kreuz quasi an, welche Länder ich möchte. Genau. Das wird also benannt, für welche Staaten die es haben wollen. Jetzt die Frage, Sie können ja genauso gut eine Patentanmeldung in Deutschland, eine in Frankreich, eine in Belgien, eine in Großbritannien einreichen. Sie können ja theoretisch beliebig viele Patentanmeldungen einreichen. Warum ist das europäische Patent trotzdem vorteilhaft gegenüber 5 oder 10 oder 15 verschiedenen Patentanmeldungen in 15 verschiedenen Staaten? Ja, einmal, wenn man den Vorteil hat, dass es ein bürokratisch weniger Aufwand ist, weil man es in einer anmeldet und dann weiterläuft. Und dass man halt die Prioritätsregelung in Anspruch nehmen kann.
Diese Prioritätsregelung, wie sieht das denn aus? Wenn Sie in Deutschland ein Patent anmelden, können Sie ja nirgendwo anders in der Welt der Priorität geltend machen. Also sagen Sie mal, Sie melden in Deutschland ein Patent an und nach einem Monat stellen Sie fest, wäre vielleicht auch schlau, das in den USA anzumelden. USA gehört nicht zum europäischen Patentübereinkommen, da gibt es also auch keine Bezugnahme. Können Sie dann in den USA nichts mehr machen? Haben Sie dann sozusagen die Chance vertan für den US-amerikanischen Markt, wenn Sie ja nicht sozusagen gleichzeitig mit der deutschen Patentanmeldung das eingereicht haben? Oder China, die wollen ein Patent auf den chinesischen Markt, das entdecken Sie aber erst 4 Monate später oder 5. Sie haben erstmal nur in Deutschland angemeldet, beim DPMA in München. Und jetzt wollen Sie noch ein Patent für China, USA, Korea, um so die Hauptproduktionsnationen zu nennen, meistens noch Taiwan. Da wird halt viel produziert, deshalb wollen Sie da ein Patent haben, üblicherweise. Aber als unerfahrener Erfinder wissen Sie es natürlich nicht und erfahren das erst später. Wo kommt denn diese Priorität her? Dies ist eine Frage des europäischen Patentübereinkommens. Gucken wir mal im deutschen Recht. Wenn Sie zuerst ein amerikanisches Patent angemeldet haben und das dann in Deutschland anmelden, wie geht das denn dann? Woher wissen Sie denn dann, wann Sie die Priorität kriegen? Das ist ja die ganz erste Veranstaltung. Da habe ich über Prioritäten gesprochen. Paragraph 40 Patentgesetz ist die Anmeldung, Nachanmeldung einer anderen Erfindung. Das ist nicht das sozusagen ausländische Patent, wo Sie eine Priorität haben wollen. Wie kriegen Sie ein Patent für eine ausländische Patentanmeldung? Ja, 41 Absatz 2 ist auch eine gute Überlegung, aber so ganz weiter führt er uns noch nicht, denn der sagt, mit dem kein Staatsvertrag besteht, so kann der Anmelder einem Prioritätsrecht nach der Pariser Verhandlung oder entsprechendes prioritätlichen Anspruch nehmen, soweit hierfür gewährt worden ist. Wenn da steht aber ein entsprechendes, muss es wohl auch eine unmittelbare Anwendung geben. Und wenn Sie mal gucken, wenn Sie diese Taschenbuchausgabe haben, ist es relativ einfach. Es gibt eine sogenannte Pariser Verbandsübereinkunft, die ist im Schönfeld leider nicht drin. Und die sagt Ihnen nämlich, wenn Sie irgendwo in der Welt eine ausländische Patentanmeldung haben, können Sie nach Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 4 eine Priorität anmelden. Und diese Priorität bedeutet, Sie können innerhalb eines Jahres das Patent in jedem anderen Staat der Welt anmelden. Also wenn Sie irgendwo in einem Mitgliedstaat der PVÜ, was fast alle Staaten der Welt sind, außer einigen düsteren Staaten, die Sie nicht kennen, also alle Großindustriestaaten sind dabei, dann kriegen Sie innerhalb eines Jahres die Möglichkeit, nachanzumelden. Das ist der Sinn dieser Regelung. Sie haben diese PVÜ, die ermöglicht Ihnen also eine ausländische Patentanmeldung nach Artikel 4.
Priorität. Das heißt, das ist nicht der Clou des EPÜ. Das EPÜ ist eigentlich relativ witzlos dabei, weil beim EPÜ brauchen Sie auch keine Priorität. Denn wenn Sie das angemeldet haben, haben Sie es ja parallel für alle Staaten angemeldet. Da brauchen Sie keine Priorität für irgendwelche nationalen Anmeldungen. Nur kurze Frage, brauchen wir denn die EPÜ? Nö. Und EPÜ? Das EPÜ brauchen Sie auch nicht. Also. Gut, also der erste Vorteil ist in der Tat, Sie kriegen ein Bündelpatent, die sparen sich also Verwaltungsaufwand. Verwaltungsaufwand, Sie sparen sich Kosten, die haben Sie nur einmal geprüft, statt in jedem Staat geprüft. Zweitens, Sie kriegen ein Bündelpatent. Und was haben wir gesehen im Laufe der Vorlesung zu diesem Bündelpatent? Was sind die großen Vorteile des Bündelpatentes? Welche Sprachfassung ist maßgeblich? Fangen wir damit mal an. Die vom Ausgangsland? Also wo ich angemeldet habe? Das EPÜ, das Europäische Patent melden Sie nicht in einem Staat an. Das melden Sie beim Europäischen Patentamt an. Das melden Sie zwar in Deutschland an, aber das EPÜ, das EPA handelt nicht als deutsche Behörde. Aber Sie sind nah dran. Welche Sprache ist wohl maßgeblich? Die Ursprungssprache ist völlig richtig. Aber wonach bestimmt sich die Ursprungssprache? Was meinen Sie? Das könnte man meinen, ist aber nicht zwingend. Es gibt eine viel einfachere Methode. Was macht der Erfinder wohl, wenn er das Patent anmeldet? Ja, es geht die Einreichungssprache. Sie können das Verfahren in einer beliebigen Mitgliedstaatensprache durchführen und es gilt die Sprache, die Sie auswählen. Und diese Sprachfassung ist dann auch maßgeblich. Das heißt, etwaige Übersetzungsfehler sind nicht so schlimm, weil es gilt halt die Fassung, die geprüft worden ist und nicht irgendeine andere. Außerdem haben Sie weitgehend angeglichene Regelungen zur Auslegung, die allerdings auch genauso dubios sind, wie wir es kennen. 69 EPÜ, haben wir gesehen, ist verwirrend. Ansonsten haben Sie beim europäischen Patent natürlich auch die Möglichkeit, dass es eben wieder zerfällt und dadurch Angriffe gegen das Patent auch nur das Einzelelement betreffen, sobald Sie die Einspruchsfrist hinter sich gebracht haben. Das heißt, ein Angriff in Deutschland geht nur gegen den deutschen Teil, ein Angriff in England nur gegen den englischen Teil und so weiter. Zweite Frage, kann der EU noch ein solches europäisches Patent beantragen, wenn er bereits ein deutsches Patent beantragt hat? Was meinen Sie? Die stehen unabhängig voneinander? Ja. Aber welches Problem gibt es, wenn Sie sich an unseren 3 Absatz 2 erinnern? Welches Problem besteht? Es könnte schon von der Technik gehören. Wie löst man das Problem wohl? Das ist genauso wie im deutschen Recht. Wie löst das deutsche Recht das Problem, das Verhältnis, wenn Sie schon vorher eine europäische Anmeldung haben? Was können Sie wohl praktisch tun? Selbe wie im deutschen Recht, wenn Sie irgendwo eine Patentanmeldung haben. Was machen Sie, um dem Problem zu entgehen, dass es einen neueren Zeitrang, dass die neue Anmeldung einen neueren Zeitrang hat? Was brauchen Sie dann? Haben wir eben gerade darüber gesprochen, vor 3 Minuten. Was tun Sie, wenn Sie nicht den Anmeldetag wollen, sondern einen anderen Zeitrang für Ihre europäische Patentanmeldung, was brauchen Sie dann?
haben wir eben gesehen, wenn Sie ein chinesisches Patent zuerst beantragt haben und dann ein deutsches. Artikel. Das könnte man machen, aber es gibt eine Sonderregelung 87 EPÜ, der sagt, es gibt ein Prioritätsrecht für nationale Anmeldung. Auch da also wieder Priorität. Die erste Anmeldung gilt auch als Anmeldung des europäischen Patents. Es wird also fingiert, dass die Anmeldung des europäischen Patents mit der nationalen Anmeldung erfolgt ist. Es gilt eine Rückwirkungsfiktion. Das ist Priorität. Deshalb Antwort auf Frage 1. Ja, das Patent muss erteilt werden. Es ist eine Erfindung, die neu ist, auf erfinderischer Tätigkeit beruht, gewerblich anwendbar ist und nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Antwort auf Frage 2a. Vorteil des europäischen Patents ist, man spart sich die Anmeldung in verschiedenen Staaten, spart also Anmeldegebühren und hat eine einheitliche Prüfung. Nachteil ist einerseits, dass es innerhalb der Einspruchsfrist die Gefahr gibt, dass es europaweit kaputt gemacht wird. Das heißt, ich habe da eine Risikobündelung. Und Vorteil ist, dass es harmonisiert ist im Hinblick auf die Schutzdauer und die Auslegung, wobei eine Vollharmonisierung daran scheitert, dass es keine einheitliche Auslegungsstelle gibt derzeit. Frage 2b. Man kann immer dann, wenn man eine nationale Anmeldung eingereicht hat, diese als Prioritätszeitpunkt für die europäische Anmeldung in Anspruch nehmen. Damit ist die europäische Anmeldung so zu behandeln, als sei sie im Zeitpunkt der nationalen Anmeldung erfolgt. Und damit gibt es auch kein Problem mit der Neuheit. Fragen dazu? Merken Sie sich Prioritäten und Voraussetzungen. Gut, Möglichkeiten zur Aufhebung eines Patents. Der E möchte eine von ihm entwickelte Alarmanlage anbieten, die Einbrecher mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit abschreckt. Bei seiner Recherche im Internet entdeckt er jedoch eine offengelegte Patentanmeldung der P GmbH, welche den gleichen Gegenstand beschreibt. Im Weiteren erfährt er Folgendes. Der Geschäftsführer der P GmbH hatte die Erfindung angemeldet, obwohl er die zugrunde liegende Entwicklungsarbeit als Leiter der Entwicklungsabteilung bei der X GmbH erbracht hat. Dieser hatte er seine Erfindung jedoch nie gemeldet, sondern sich sofort selbstständig gemacht. Die P GmbH möchte das Patent weder nutzen noch lizenzieren, da der Geschäftsführer aus Rücksicht auf die Privatsphäre und die sozialen Belange potenzieller Straftäter zu wirksame Schutzvorrichtungen aus politischen Gründen ablehnt. Und drittens, laut Wikipedia ähnelt eine in einem südamerikanischen eingeborenen Stamm übliche Jagdtechnik der Funktionsweise der angemeldeten Erfindung. Freilich wurden Naturmaterialien, Lianen, Sand, Steine durch moderne Industriebauteile, Seile, Kunststoff, Stahlplatten ersetzt. Zudem dient der patentanmeldende Mechanismus nicht am Erlegen wilder Tiere, sondern der Abwehr widerrechtlichen Eindringens. Die P GmbH hatte von dieser Parallele keine Ahnung. Und die Aufgabe lautet, unterstellen Sie, dass E trotz der Patentanmeldung sofort mit der Produktion seiner Alarmanlage beginnt. Dies bemerkt auch die P GmbH, welche den Markt genau beobachtet und sich unmittelbar nach Verkauf der ersten Alarmanlage bei E meldet. Welche Ansprüche hat die P GmbH gegen E bezüglich der Vorerteilung produzierten und veräußerten Geräte, wenn das Patent einige Monate später erteilt wird? Jetzt fragen Sie sich, was hat dieser ganze lange Fall mit dieser Frage zu tun? Das ist ja nur die erste Frage, es gibt noch mehr Fragen. Für diese Frage ist der Sachverhalt eigentlich ziemlich egal, ganz ehrlich gesagt. Der Sachverhalt ist für diese Frage völlig egal. Der bringt sich für diese Frage nicht weiter, die brauchen Sie für die zweite Frage. Ja. Gucken wir in Paragraph 33. Was setzt Paragraph 33 voraus?
Verwendung, die trotz Kenntnis oder fahrlässiger Umkenntnis? Ja, wir brauchen zunächst eine Anmeldung. Jetzt haben wir den entscheidenden Teil des Sachverhalts nicht eingeblendet, weil der steht in der Frage drin. Haben wir eine Patentanmeldung? Ja. Zweitens, es darf noch nicht die Erteilung veröffentlicht sein. Wann kann die Erteilung frühestens veröffentlicht werden? Nach 32.5, also wann wird diese Veröffentlichung getätigt? Dass ein Patent erteilt worden ist? Das ist in diesem Fall relativ offensichtlich. Wann kann das frühestens erfolgt sein? Wann kann ich frühestens einen Hinweis auf Patenterteilung veröffentlichen? Wenn es erteilt worden ist. Um welchen Zeitraum geht es hier? Einige Monate später. Ja, also geht es wohl um einen Zeitraum, der vor der Erteilung ist. Damit liegt dieser Zeitraum denklogisch auch vor der Veröffentlichung der Erteilung. Also haben wir auch vor der Veröffentlichung als zweite Voraussetzung. Dritte Voraussetzung, was brauchen wir noch? Eine Nutzung des Patents. Haben wir das? Haben wir eine Benutzung des Patents? Ja, in der Tat, wir haben hier die Herstellung und das ist eine dem Patentinhaber nach § 9 vorbehaltene Handlung. Was brauchen wir noch für 33? Ja. Haben wir hier Kenntnis? Ja. Ja. In der Tat, wir haben Kenntnis. Erstens aufgrund der Anmeldung, spätestens aber hier durch die Mitteilung. Also Kenntnis haben wir auch. Ja, und was ist die Rechtsfolge? Ja, ein Anspruch. Ja. Ja. Wie ist der Anspruch? Was meine ich? So weiter. 2, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich patentiert ist? Ja. Kommt es darauf an hier in diesem Fall? Warum nicht? Warum kann es nicht sein, dass der Gegenstand offensichtlich nicht patentfähig ist? Nein, weil ein Patent erteilt wurde. Weil ein Patent erteilt wurde. Dafür ist nämlich, wie gesagt, das reicht uns, wenn Sie diesen Teil der Aufgabe lesen, da steht alles drin, was Sie für diese Frage wissen müssen. Also Ergebnis ist, es gibt in der Tat einen Anspruch aus 33 auf eine angemessene Entschädigung. Gibt es auch andere Ansprüche, Unterlassungsschadensersatz, Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung, irgendwas? Ja, andere Ansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen, 33.1 am Ende, gibt es also nichts. Schwierige Frage. Sagen Sie, weiß man nicht. Gut, gucken wir uns die zweite Frage an. Unterstellen Sie, das Patent wird erteilt, was kann E im Hinblick auf seine Zweifel unternehmen? Was kann man tun, wenn man Zweifel daran hat, ob es hier wirklich ein wirksames Patent gibt? Es gibt zwei denkbare Möglichkeiten. Entweder ein Eignungsanspruch oder ein Nichtigkeitsantrag. Ja, Sie können entweder einen Einspruch einlegen oder eine Nichtigkeitsklage erheben. Wie stehen diese beiden Rechtsbehelfe zueinander? Parallel, Vorrang, Nachrang, Kreuz und quer. Wie stehen Einspruch und Nichtigkeitsklage zueinander? Genau. Der Einspruch ist vorrangig. Solange die Einspruchsfrist noch läuft, darf keine Nichtigkeitsklage erhoben werden. Umgekehrt, sobald ich Nichtigkeitsklage erheben kann, darf ich auch keinen Einspruch mehr erheben, weil die Einspruchsfrist abgelaufen ist.
Das heißt, es gibt ein klares Vorrang-Nachrang-Verhältnis. Solange die Einspruchsfrist also läuft, muss er Einspruch einlegen. Wenn die Einspruchsfrist abgelaufen ist, muss er Nichtigkeitsklage einlegen. Er hat kein Wahlrecht oder irgendwas, sondern er muss, je nachdem, wann er es macht, das machen. Und damit kommen wir zur zweiten entscheidenden Frage. Wäre der Rechtsbehelf begründet? Keine Zulässigkeitsprüfung. Wann ist der Rechtsbehelf begründet? Ja. Ja, der Widerspruch begründet, wenn ein Einspruchsgrund, wenn ein Widerrufsgrund nach 21 vorliegt. Wann ist die Nichtigkeitsklage begründet? Ja. Ja, auch dann, wenn ein Grund nach 21 vorliegt. Woher wissen wir denn, dass das auch prüft? Also wenn Sie gucken, im 21 steht in der Tat nur der 61 drin. Der 61 bezieht sich eigentlich nur auf das Einspruchsverfahren. Woher wissen wir also, dass das auch im Nichtigkeitsverfahren geprüft wird? Gute Idee. Also in der Tat, das haben wir im 22. Ja, Frage, liegt einer dieser Gründe vor? Fangen wir an mit Nummer 1. Was müssen Sie da prüfen bei Nummer 1? Weil der nicht patentfähig ist, die Erfindung. Ja, Sie prüfen, was patentfähig ist. Das heißt, Sie brauchen wieder die Voraussetzung von § 1 Absatz 1. Sie brauchen eine Erfindung, die neu ist, auf erfinderische Tätigkeit beruht, gewerblich anwendbar ist und nicht gegen Ordre Publik verstößt. Frage, ist das hier der Fall? Hier gibt es ja das von diesem Indianerstamm oder sowas da. Deswegen kann es auf jeden Fall nicht dem Stand der Technik entsprechend. Ja, also in der Tat, die erste Frage ist, ist das neu? Und da müssen wir fragen, ist das dasselbe, was die Indianer gemacht haben? Und da müssen wir was überlegen. Ist das dasselbe, was die Indianer machen, was er hier als Erfindung anbietet? Genau, das gleiche ja nicht, weil das ja nur unterschiedliche oder unterschiedliche Sachen benutzt. Ja, erstens hat es unterschiedliche Zwecke und zweitens ist es auch technisch etwas fortgeschrittener. Insofern exakt dasselbe ist es nicht. Die zweite Frage ist, beruht es auf erfinderischer Tätigkeit? Hier sagen wir, der kannte das Ganze ja gar nicht, damit hat er es auch nicht abgewandelt, er hat es ganz neu erfunden. Ist das relevant, dass er gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass es das schon mal gab, irgendwo bei Eingeborenen ist er lustig, aber das hat mich nie beeinflusst. Das muss ja nur für den Fachmann naheliegend sein, das zu erfinden, das war es ja wahrscheinlich. Ja, in der Tat, wir gucken, ob der Fachmann, wenn er diese Information gehabt hätte, hypothetisch, daraus dieses Produkt hergestellt hätte. Und der Austausch von Naturmaterialien durch Industriebauteile ist kein großer Gedankenschritt. Und der Schritt vom Fangen von Tieren zum Fangen von Einbrechern ist jetzt auch nicht so innovativ, dass man sagt, da wäre man nie drauf gekommen. Also ist das Ganze nicht auf erfinderische Tätigkeit beruhen und deshalb zu widerrufen. Aber er hatte noch ein paar andere Argumente. Wenn Sie gucken, dann haben wir hier diese Nummer mit, der Geschäftsführer hat das Ganze von seinem ehemaligen Arbeitgeber geklaut. Ist das auch ein Einspruchsgrund? Darf man Erfindungen klauen? Nummer 2. Ja.
In der Tat, das könnte ein Fall der widerrechtlichen Entnahme sein. Und was sagen Sie dazu? Ist das ein Fall der widerrechtlichen Entnahme? Liegen die Voraussetzungen von § 21 1 Nummer 3 vor? Wer muss wem was anbieten? Das ist ja die Testfrage. Der Arbeitnehmer müsste dem Arbeitgeber, also der GmbH, die Erfindung anbieten. Ja, hat er das gemacht? Nö, hat er nie gemeldet. Hat er nie gemeldet. Also, wo liegt das Problem? Was passiert, wenn das Patent nie meldet, wenn er seine Erfindung nie dem Arbeitgeber meldet? Was kann der Arbeitgeber dann nicht machen? Ziemlich offensichtlich. Was kann er nicht tun, wenn er gar nicht weiß, dass es diese Erfindung gibt? Ja, er kann gar nichts tun. Er kann nicht erkennen, ob er sie freigibt, ob er sie selber anmeldet oder überhaupt was macht, weil er gar keine Ahnung davon hat, dass es eine Erfindung gibt. Und jetzt die Frage, fällt das unter 21 1 Nummer 3? Würden Sie sagen? Sind das hier Beschreibungen etc. eines anderen? Wem gehört das denn alles? Wem gehört denn die Erfindung? Ja, grundsätzlich erstmal dem Erfinder, aber der hat ja in der GmbH die Pflicht, das der GmbH anzubieten. Ja, in der Tat, es gehört erstmal ihm. Er hat zwar die Pflicht, das anzubieten, aber es ist erstmal seins. Was passiert, wenn er die Pflicht verletzt, das anzubieten? Gehört das dann automatisch der GmbH, der AG in dem Fall? Nein, er macht es ja gegebenenfalls schadensersatzpflichtig, aber es bleibt seine. Es bleibt seine. Was kann jetzt die AG tun, wenn die erfährt, der hat ein Patent angemeldet? Was sollte die tun, bevor sie hier ins Einspruchsverfahren geht? Was kann sie tun? Versuchen, ihren Anspruch auf dieses Anbieten durchzusetzen. Oh, das wäre umständlich. Was reicht? Was muss sie nur tun? Das ist ein bisschen wie bei der Mafia beim Arbeitnehmererfinderrecht. Brauchen die wirklich ein Angebot?
Was passiert dann? Muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das Patent an, die Erfindung anbieten? Wie ist das System des Gesetzes? Was passiert denn dann? Was macht er denn? Bietet er wirklich was an? Wird da ein Vertrag geschlossen im Sinne von, ich übernehme dein Patent für so und so viel Euro? Wie konstruiert das Gesetz das denn? Deswegen, wenn er nicht widerspricht, fingiert er es. Es wird, wenn er nicht widerspricht, fingiert. Aber warum funktioniert die Fiktion in unserem Fall hier nicht? Wann läuft die Frist für die Fiktion erst? Steht da drin im Gesetz, das ist nicht so schwierig. Ja, 3 Monate nach der Mitteilung. Wenn keine Mitteilung erfolgt, dann gilt was? Läuft keine Frist, ziemlich offensichtlich. Aber was kann der Arbeitgeber trotzdem tun, wenn Sie das Gesetz lesen? Was kann er machen? Durch einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Wenn er nicht einfach nur schweigt, und was kann er aktiv tun? Einseitig. Er kann es, genau, er kann es nach 6.1 durch einseitige Erklärung in Anspruch nehmen. Selbst wenn der Arbeitnehmer es ihm nie gemeldet hat und nie irgendwas passiert ist, in Anspruch nehmen kann er das, indem er sagt, hier, das ist eigentlich mein Patent. Das macht er durch einen einfachen Brief, das ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Wenn er das tut, hat er es in Anspruch genommen. Er muss nicht auf diese Fiktion warten, er kann das auch aktiv tun. Das sollte er auch tun, dann, wenn es um was geht. Und dann kann er in der Tat im Einspruch vorgehen. Aber wo ist das Problem mit diesem Einspruchsgrund? Welches Problem hat unser E? Was ist der E nicht? Wie der rechtliche Name dagegen kann sich ja nur wehren, der dann betroffen ist, das heißt, der Erfinder. Ja. In der Tat, hier unser E ist zwar Konkurrent und alles Mögliche, aber er ist nicht das Opfer der Entnahme. Das Opfer der Entnahme ist die PAG. Das ist die XAG. Das ist nicht er. Er kann nicht fremde Rechte in eigenem Namen geltend machen. Da ist er nicht für prozessführungsbefugt. Damit scheidet dieser Einspruchsgrund aus. Und dann haben wir noch den letzten Einspruchsgrund. Wie würden Sie den denn einordnen? Wenn der sagt, das ist so ein Sozi, der will die Erfindung gar nicht nutzen, sondern er hat die Erfindung nur, um zu verhindern, dass jemand anderes dieses tolle Produkt auf dem Markt anbietet. Er will also verhindern, dass dieses Produkt auf dem Markt erscheint. Das Schweinepatent, könnte man sagen. Was sagen Sie dazu? Ist ein guter Grund? Dafür gibt es ja zur Not was wie Zwangslizenz, aber er kann ja nicht dazu zwingen, auch zu nutzen. Ja, wir haben keinen Benutzungszwang für Patente. Das heißt, der Einwand, dass das Patent nicht benutzt wird und auch keine Benutzungsabsicht besteht, ist irrelevant. Da steht insbesondere auch nicht der gewerblichen Anwendbarkeit entgegen. Da kommt es nicht auf die Anwendung an, sondern nur auf die Möglichkeit der Anwendung. Das heißt, das ist irrelevant. Frage, würde sich in Frage 2 etwas ändern, wenn das Patent bereits 2 Jahre vor der Überlegung des E erteilt wurde? Ändert sich was?
Ja, er kann nur Nichtigkeitsklage erheben und nicht mehr Einspruch, weil nach 2 Jahren ist die Einspruchsfrist auf jeden Fall abgelaufen. Damit ist klar, dass nur noch die Nichtigkeitsklage in Betracht kommt. Gut, gucken wir uns Fall 3 an. ES-Inhaber eine ausschließliche Lizenz für ein deutsches Patent auf einen Anzug, mit dem Menschen fliegen können. Bei der Beobachtung des Marktes entdeckt er, dass X im Internet zum deutschlandweiten Versand vergleichbare Anzüge anbietet. Er nimmt X daher gerichtlich auf Unterlassung und Schadens in Höhe der sonst von ihm verlangten Lizenzgebühren in Anspruch. X wendet ein, erstens, das Patent sei zu Unrecht erteilt worden, weil er die Erfindung schon vor der Patentanmeldung auf verschiedenen YouTube-Videos im Internet vorgeführt hat. B. Er kauft die von ihm verkauften Anzüge legal, wenngleich deutlich günstiger, in Polen, wo sie von dem dortigen ausschließlichen Lizenznehmer vertrieben wurden. Der Weiterverkauf in Deutschland könne daher nicht von einer zusätzlichen Lizenzzahlung abhängig gemacht werden. C. Seine Kunden würden die Erfindung ausschließlich als Sportgerät in ihrer Freizeit nutzen, sodass gar keine gewerbliche Nutzung vorliegen. D. Der Patentinhaber P. habe ihm den Vertrieb der Anzüge ausdrücklich erlaubt. Ist die Klage des E gegen X zulässig und begründet? Ja, wir haben ja eine zivilrechtliche Klage, die gehört vor die ordentlichen Gerichte. Zuständig ist das Landgericht ausschließlich. Außerdem haben wir eine örtliche Zuständigkeit nach Deliktsrecht an jedem Ort, wo das Patent verletzt wird. Das ist deutschlandweit an jedem Ort, wo man die Anzüge kaufen kann, also bei jedem denkbaren Landgericht. Er kann also vor allen Landgerichten Deutschlands Klage erheben, soweit nicht eine Zuständigkeitsbündelung eingetreten ist. In NRW zum Beispiel in Düsseldorf, in Bayern in München und in Baden-Württemberg in Mannheim. Frage: Kläger ist hier prozessführungsbefugt und weil er eigene Ansprüche geltend macht. Der X ist auch parteifähig, prozessfähig und Rechtsbedürfnis besteht auch, weil kein leichterer Weg verfügbar ist. Einzige Frage ist, ist die Klage begründet? Begründet ist sie, wenn ein Anspruch besteht auf Schadensersatz und Unterlassung. Was ist die Anspruchsgrundlage für Unterlassung und Schadensersatz im Patentrecht? Ja, 139.1 für Unterlassung, 139.2 für Schadensersatz. Fangen wir mal mit dem Unterlassungsanspruch an. Was brauchen wir für den Unterlassungsanspruch? Eine aktive Legitimation des Anspruchsinhaber, also wer das geltend macht, ja. Der E und als ausschließliche Lizenzinhaber hat er das auch? Ja. Also E hat die ausschließliche Lizenz, Anzüge herzustellen, zu vertreiben, anzubieten und so weiter. Damit ist E aktiv legitimiert. Was brauchen wir noch? Das Patent darf nicht erloschen sein. Ja, ist das Patent nicht erloschen? Nein. Nein, steht nicht im Sachverhalt. Und dass er nur geltend macht, dass es zu Unrecht verteilt worden ist, ist hier egal, dann müsste er ein Nichtigkeitsverfahren oder ein Nichtigkeitsklage oder einen Einspruch einlegen. Und dann kann es jedenfalls ausgesetzt werden, oder es hier aktiv passiert. Ja, der Einwand der Unwirksamkeit wird im Patentverletzungsverfahren nicht berücksichtigt, ist also rechtlich irrelevant. Das heißt, das wird nicht geprüft. Aber er hat ja noch ein paar andere Einwände. Nämlich dieser Einwand, er kauft die Anzüge legal in Polen, importiert die und verkauft die dann in Deutschland weiter. Geht das? Das ist eine Frage der Schranken, der Erschöpfung. Ja, das ist eine Frage der Erschöpfung. In der Tat, wieso könnte hier Erschöpfung aufgetreten sein? Ja, weil der Patentinhaber ist ja selber, also in Polen hat er es ja legal von einem Lizenznehmer gekauft, sodass es dann in den Verkehr gebracht werden kann, aber eben nicht im Inland, deswegen scheint die Erschöpfung. Ja, also in der Tat, Erschöpfung im Inland haben wir nie ein Problem, weil in der Tat, wer es im Inland erworben hat, hat den Patentinhaber schon voll befriedigt und der hat Glück gehabt und dann ist die Sache erledigt. Aber hier hat er es in Polen erworben. Polen gehört nicht zum deutschen Inland. Frage,
Gibt es Erschöpfung auch im Ausland? Genügt es für die Erschöpfung, wenn ich ein Produkt legal im Ausland erwerbe? Wie sieht das aus in Polen? Warschau. Kann man billig einkaufen, kann man viele Sachen billig kaufen. Ist auch eine schöne Stadt, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Politisch momentan nicht so ganz opportun, aber... Ja, in der EU oder EWG, was ist ein EWG? Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist schon in den 80er Jahren in EG umbenannt worden, deswegen heißt die EU, das ist dasselbe. Aber mit EW sind schon mal nicht schlecht. Es gibt in der Tat etwas mit EW. EWR. Ja, Europäischer Wirtschaftsraum, was ist das denn? Wer ist denn da noch Mitglied außer den EU-Mitgliedstaaten? Das ist eine gute Frage. Wenn es dieselben wären, wäre es relativ witzlos, aber es müssen mehr sein. Das könnte man meinen, die Schweiz leider nicht dabei. Das ist eine ehemalige Kolonie. Nein, Norwegen ist da drin. Kein EU-Mitgliedstaat. Sie sind begeistert. So, aber EWR, wie gesagt, gibt es, es ist weiter als die EU, da gilt auch die Warenverkehrsfreiheit. Das Argument deswegen ist, wir sagen, wir haben einen Binnenmarkt und da gilt Warenverkehrsfreiheit und es wäre eine Schranke für den Warenverkehr, wenn jeder Mitgliedstaat sagen könnte, bei uns aber ein anderer Lizenznehmer, deshalb darf das Produkt nicht importieren. Das heißt, ich kann innerhalb des EWR Produkte beliebig hin und her transportieren, ohne dass ich patentrechtliche Probleme kriege. Gilt das auch mit Nicht-EWR-Staaten? Also ich bringe was aus China mit, da gibt es auch billige Sachen. Ich war neulich in Beijing und habe da Sachen gekauft und da kann man ganz tolle Sachen kaufen. Sie kriegen so ein iPhone für 20 Euro und sowas. Also das ist ganz toll. Darf man das importieren? Das ist ein neuer Markt. Importieren von iPhones aus China nach Deutschland. Geht das? Ja, raten Sie, kann man das? Ja, das ist ja schon gegeben, aber es sind keine Erschöpfung eingetreten, weil wir nicht den Zustellungen im Bereich hier abgedeckt haben. Ja, in der Tat. Wir sagen, die Erschöpfung tritt nur im Binnenmarkt ein, das heißt nur mit Staaten, wo die Warenverkehrsfreiheit gilt. Die gilt nicht mit China. Und damit haben wir auch keine Erschöpfung weltweit, sondern nur innerhalb des EWR oder bei Staaten, mit denen wir entsprechende Freihandelsabkommen geschlossen hätten. Was sagen Sie zu dem Argument, die Kunden unseres E würden die Erfindung ausschließlich privat nutzen und nicht gewerblich? Der würde nur an Endkunden liefern, die mit diesem Anzug durch die Gegend fliegen wollen. Ist das eine hilfreiche Verteidigung? Kommt es darauf an, was die Kunden damit machen? Das ist ja egal, es ist ja sein Gewerbe, es weiter zu verkaufen, das Gewerbe. Ja, wir haben zwar in der Tat eine Schranke in § 11 Nummer 1, aber die passt hier nicht wirklich, weil wir eben nicht bei ihm einen privaten Gebrauch haben, sondern bei einem Dritten. Das Dritte, die Sache privat weiterverwenden, ist für die Verletzung völlig irrelevant. Was sagen Sie zu dem letzten Einwand? Der Patentinhaber P hat den Vertrieb der Anzüge ausdrücklich erlaubt. Ist das sinnvoll? Hilft ihm das weiter? Nee, weil der Patentinhaber nicht mehr aktiv legitimiert ist, dadurch, dass der andere ausschließlich die Lizenz hat. Ja, der Patentinhaber hat keine Verfügungsbefugnis mehr, denn er hat vorher schon eine ausschließliche Lizenz erteilt und damit ist der Patentinhaber raus. Hat halt einen Lizenz erteilt, damit sich seines Rechtes begeben. Ja, dann noch unterstellt, der Streitwert liegt bei 4.500 Euro. Welches Gericht ist sachlich für die Entscheidung zuständig? Nach 143.1. Ja, nach 143.1, selbst bei einem Streitwert von 5 Euro, das Landgericht. Das heißt, wir haben eine streitwertunabhängige Sonderzuständigkeit. Zweitens muss E die Klage am Sitz des X erheben. Wo kann man klagen? Ja, ZPO ist toll.
Schädigers oder gegebenenfalls am Schädigungsort? Ja, in der Tat am Schädigungsort. Wo ist denn hier der Tatort der Schädigung in diesem Fall? Da will ich nochmal sehen, was der macht. Hier. Der bietet die im Internet zum deutschlandweiten Versand an. Deutschlandweit. Überall da, wo die Internetseite abrufbar ist, das ist zumindest in Deutschland der Fall, der richtet sich evident an Deutsche. Damit kann er vor jedem Gericht klagen. Allerdings gibt es auch eine Einschränkung, kann er wirklich jedes Landgericht nehmen, habe ich eben schon gesagt. Ja, in der Tat, die Zuständigkeit kann auf Bundeslandebene gebündelt sein, dann ist halt nur das gebündelte Gericht zuständig. Kommen wir zum letzten Fall, dem Lizenzvertragsfall. Der E ist Inhaber eines Patents für ein Kopfschmerzmedikament. Er hat mit der XAG einen Lizenzvertrag geschlossen, aufgrund dessen die XAG für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich zur Herstellung und Vertrieb des Medikaments berechtigt sein soll. Als Ausgleich soll E 3% des mit dem Medikament erzielten Umsatzes erhalten. Produktions- und Werbeausgaben sollen allein der XAG zur Last fallen. Die XAG stellt jedoch gar keine Medikamente her, sodass auch keine Lizenzzahlungen an E erfolgen. Vielmehr vertreibt sie weiterhin das von ihr selbst entwickelte und noch für die kommenden 10 Jahre durch ein Patent geschützte Medikament X++, für das sie E keine Gebühren zahlen muss. Ja? Ist uns in der Fall klar? Es sind 2 Leute beteiligt, E und die XAG. E ist der Erfinder, die XAG ist der Lizenznehmer der ausschließlichen Lizenz. Der E ist empört. Er fragt, ob er von der XAG verlangen kann, dass diese sein Medikament auch herstellt, obwohl eine ausdrückliche Regelung hierzu im Vertrag fehlt. Zudem möchte er wissen, ob er sich vom Lizenzvertrag mit der XAG lösen und stattdessen selbst ein Medikament herstellen und anbieten kann. Wie ist die Rechtslage? Was sagen Sie dazu? Du als alte Vertragsrechtler. Geht das? Wie beurteilen Sie das Verhalten der XAG? Ist das eine gute Idee, was die machen? Wenn Sie jetzt Aktionär der XAG sind, würden Sie sagen, weiter so? Ja, ist die Frage, wenn es keine ausdrückliche Regelung besteht, dass Sie es herstellen müssen, können Sie sich aus dem Vertrag Auslegung ergeben, dass es eine Produktionsverpflichtung ergeben soll, aber ich bringe das in der Müssen. Das ist der Umsatz oder was? Und der Umsatz legt ja nicht fest, dass genau spezifisch dieses Medikament produziert werden soll. Dann würde es eben rausfallen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, was sie sonst produzieren. Wenn man das einzige Medikament wäre, was sie produzieren, dann würde man nicht sagen, dass man ein bisschen rechtsgebräuchlich ist, das nicht zu machen. Aber es ergibt eben nicht aus dem Sachverhalt. Der Sachverhalt ist ganz klar, was sie produzieren. Was produzieren sie? Ja, das produzieren die. Die produzieren schon was. Aber warum? Er kriegt ja nur 3% des Umsatzes an diesem Medikament. Ja, an welchem? Das, für das er sich patent. Ja. Ja. Und warum ist das für ihn das problematisch? Die machen auch ein paar Medikament. Weil er vielleicht kriegt. Ja, er kriegt gar nichts. Warum haben die das Patent lizenziert, wenn die das gar nicht machen wollen? Ja, keine Konkurrenz, weil es darf ja keiner das Medikament herstellen, wenn die Lizenz haben. Also es ist für die AG eine gute Sache, die können weiterhin ihr Medikament produzieren, müssen aber keine Lizenzgebühren bezahlen, weil derjenige, der das Patent hat, dessen Produkt nutzen sie ja gar nicht. Frage, wie lösen wir so ein Problem? Wer ist das Schwein in diesem Vertrag? Wer ist der Schweinehund? Wer hat das Geld, einen guten Anwalt zu beauftragen in diesem Fall? Fragen wir mal anders. Was meinen Sie, wer eher die teuren Anwälte anheuern wird? Vermutlich die XAG.
vermutlich die XAG. Wie sehen denn die Chancen der XAG in diesem Fall? Was könnte denn die Anspruchsgrundlage sein für einen Anspruch auf Produktion? Es kann nur der Lizenzvertrag selber sein, weil eine gesetzliche Grundlage haben wir nicht. Jetzt hat er aber keine ausdrückliche Regelung. Was tun wir, wenn wir in einem Vertrag keine ausdrückliche Regelung haben? Wir legen ihn aus. Wir legen ihn aus. Jetzt können wir da viel umdeuteln, aber wir werden da wirklich nichts drin finden. Was tun wir dann, wenn wir nichts in einem Vertrag drin finden? Ergänzende Vertragsauslegung. Was? Wie funktioniert ergänzende Vertragsauslegung? Wie machen wir das denn? Wie legen wir denn ergänzend aus? Ja, wir müssen uns überlegen, wie hätten die Parteien das gemacht und wie sieht das aus? Hier wird ja mit Sicherheit daran gelegen sein, dass er, wenn er Datenzeit bekommt, der Umsatz relativ hoch ist. Und das würde natürlich bedeuten, dass er auch dahingehend eine gewisse Umsatzmindestmenge oder eine gewisse Umsatzproduktionsmindestmenge in den Vertrag hätte aufnehmen wollen oder was, wenn. Was hätte er alternativ gemacht, wenn er gewusst hätte, dass die gar nicht produzieren wollen? Ja, der hätte wahrscheinlich eine Pauschalvergütung gesagt, jeden Monat so und so viel Euro oder vorab so und so viel Euro. Der hat nur darauf verzichtet, weil er was unterstellt hat. Was impliziert ein Vertrag, der sagt, eine Umsatzbeteiligung auf jeden Fall? Ja, dass sie auf jeden Fall ein Eigeninteresse auch produzieren. Ja, natürlich, dass überhaupt ein Umsatz generiert wird, weil man unterstellt, die werden das schon im Eigeninteresse machen. Das heißt, in diesem Fall kann man aus ergänzender Vertragsauslegung sagen, wer eine Umsatzbeteiligung vereinbart, vereinbart damit implizit automatisch auch immer eine Produktionspflicht, weil sonst diese Umsatzpflicht keinen Sinn machen würde. Eine Umsatzbeteiligung macht ökonomisch nur Sinn, wenn auch Umsatz anfällt. Wenn ich den Umsatz von vornherein ausschließe, dann ist diese Vereinbarung offensichtlich nicht dem Willen der Vertragspartei entsprechend. Denn die Parteien gingen ja offenbar davon aus, dass Umsatz generiert wird, sonst hätten sie nicht diese Quote festgesetzt. Das heißt, wir können hier eine Produktionspflicht durch ergänzende Vertragsauslegung herleiten. Zweiter Teil der Frage, kann er sich vom Vertrag lösen und stattdessen selbst das Medikament anbieten? Auch dazu haben wir im Vertrag selber offenbar keine Regelung. Aber was machen wir, wenn wir im Vertrag keine Regelungen haben? Gibt es da Regelungen im Gesetz zu, wie man sich von Verträgen lösen kann? Wenn es ja ein Dauerschuldtest, also könnt ihr vielleicht kündigen nach 14? Ja, in der Tat, das ist ein Fall, wo wir eine Kündigung aus wichtigem Grund in Betracht ziehen können. Was brauchen wir dafür? Allgemeines Schuldrecht. Wann kann man aus wichtigen Gründen so kündigen? Einfach so, wenn man keine Lust mehr hat. Ein Festhalten am Vertrag muss unzumutbar. Ja, ein Festhalten am Vertrag muss unzumutbar sein. Und wie sieht das hier aus? Würden Sie sagen, ein Festhalten ist ihm unter diesen konkreten Umständen unzumutbar? Ja, schon, weil die Vertrauensgrundlage wird zerstört, ist ja nicht versucht, den Weg zu betonen. Ja, also ich denke auch, allein dieses Verhalten, dass Sie gesagt haben, wir produzieren das gar nicht, ist sozusagen ein erheblicher Vertrauensbruch. Aufgrund dessen kann er, selbst wenn er jetzt eine Leistungspflicht einklagt, eine Produktionspflicht, nicht davon ausgehen, dass Sie die entsprechende Menge produzieren, weil die ja immer noch eine Interessenkollision haben, dass Sie Ihr eigenes Produkt auch noch haben. Und das im Zweifel eher pushen werden, als das, wo sie Lizenzgebühren für zahlen müssen. Das heißt, die Vertrauensgrundlage ist zerstört und man kann ihm nicht zumuten, an diesem Vertrag weiter festzuhalten. Zweite Frage, die XAG ist von den Einwendungen des E wenig begeistert. Sie möchten daher gegen das Patent des E vorgehen, das ohnehin ihrem bereits bestehenden Patent X++ sehr ähnelt.
Diesmal kann E aber Erfolg auf den Vertrag verweisen. Dieser sieht nämlich vor, dass die XAG nicht gegen sein Patent vorgehen darf. Darf die XAG trotzdem, obwohl der Vertrag das vorsieht, gegen das Patent des E vorgehen? Obwohl der Vertrag sagt, das darfst du nicht. Ein Patent, dessen ausschließliche Lizenznehmerin sie selbst ist und wo der Vertrag sogar noch zusätzlich ausdrücklich sagt, du darfst nicht dagegen vorgehen. Darf man dann trotzdem Einspruch oder Nichtigkeitsklage erheben? Warum könnte das problematisch sein? Kann man nicht immer Einspruch und Nichtigkeitsklage erheben? Jeder steht im Gesetz. Das ist jetzt zumindest auch der Patentinhaber ausgeschlossen, wenn er eine ausschließliche Lizenz gegeben hat, aus Gründen von Nutzungsrechten? Ja, der Patentinhaber selber darf das nicht machen, weil er aus der vertraglichen Pflicht nicht seinen eigenen Vertragspartner schädigen darf. Und hier ist es genau umgekehrt. Geht das? Könnte es eigentlich ein widersprüchliches Verhalten sein? Ist das widersprüchliches Verhalten? Meinen Sie das? Ja, aber auf der anderen Seite, wenn das Projekt, also das Interesse daran besteht, dass das Patent anzugreifen, was weil das Patent in seiner Ausführung von dem neuen, das jetzt nicht patentfähig ist, dann kann sich ja die AG oder sowas eben darauf berufen, dass wir eben quasi kein Patent mehr erteilen können und diese Patenterteilung auch dann in Zukunft, wenn er für die Lizenzübertragung in Zukunft keine Lizenz gewinnen hat. So. Ja, in der Tat, wenn die Erklärung des Patents erfolgreich ist, dann kann sich unsere XAG für die Zukunft die Lizenzgebühren sparen. Für die Vergangenheit geht das da auch? Ja, für die Vergangenheit geht es nicht, weil er hat ja quasi eine Art Rechtsschein erhalten, dadurch, dass er die ausschließliche Lizenz erhalten hat und damit potenzielle Konkurrenten davon abgehalten worden sind, eben das Patent zu nutzen. Ja, also in der Tat, sie hat nur die Möglichkeit, wegen Störung der Geschäftsgrundlage den Vertrag mit Wirkung für die Zukunft zu kündigen, aber die Wirkung für die Vergangenheit bleibt trotzdem unberührt. Bringt uns aber zurück zu der Frage, ist es jetzt treuwillig oder widersprüchliches Verhalten, wenn die XAG gegen das lizenzierte Patent vorgeht? Steht sogar ausdrücklich im Vertrag, wie gesagt, in diesem Fall, dass sie das nicht darf. Ist diese Klausel okay? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Warum haben wir ein Problem mit dieser Klausel? Warum bereitet die uns Kopfschmerzen möglicherweise? Ja, weil es ist eine gewisse Marktmachtposition damit gegen seinen Lizenznehmer sichert. Und wir haben mit dieser Klausel hat er noch mal manifestiert. Ja. Das Ganze hat eine Knebelungswirkung, das ist ein Missbrauch der marktgleichen Stellung des Patentgebers. Damit ist diese Klausel ein Verstoß gegen 21 GWB bzw. 102 AEUV und damit unwirksam. Letzte Frage. Die XAG hat zwischenzeitlich an die kleine BGmbH eine einfache, deutschlandweite, unentgeltliche, auf 5 Jahre befristete Lizenz zur Produktion des Medikaments eingeräumt. Erteilt. In der Folge einigen sich die XAG und E über die Aufhebung des Lizenzvertrages. Kann E nun der BGmbH die Produktion untersagen? Jetzt sind Sie verwirrt. Die XAG hatte vorher die ausschließliche Lizenz für Deutschland. Die hat dann eine einfache Lizenz an die BGmbH erteilt und dann wurde der Lizenzvertrag aufgehoben. Das heißt, das Patent steht wieder ausschließlich unserem E zu. Wie ist die Rechtslage? Ja? In Paragraph 15 Absatz 2 sagt man ja, dass eine bestehende Lizenz nicht dadurch gestört wird, dass ein Rechtsübergang geschaffen wird. Ja, in der Tat.
15 Absatz 3 sagt, ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht bereits vorher erteilte Lizenzen. Passt diese Norm unmittelbar auf diesen Fall? Das ist ein Zurückschritt, genau. Die Frage ist, in der Tat, wir haben nicht eine Rücklizenzerteilung des Lizenznehmers an den Patentinhaber, deshalb ist es keine Erteilung und wir haben auch nicht eine Übertragung des Patents, weil der Patentinhaber war die ganze Zeit Inhaber des Patents, das heißt, die Patentinhaberschaft hat sich nicht geändert, das heißt, es liegt keiner der beiden Fälle vor. Aber die Kollegin sagt nicht ganz zu Unrecht, trotzdem können wir das hier anwenden, wenn nicht unmittelbar, dann wie? Analog. Frage, warum können wir das analog anwenden? Weil wir vorhandene Bewegungslücke haben, weil wir scheinbar nichts anderes haben und eine vergleichbare Interessenlage. Ja, wir haben eine plane Bewegungslücke. Es gibt außer diesem 15.3 keine andere Regelung zum Sukzessionsschutz. Die Frage ist, ist die Interessenlage vergleichbar? Woher wissen wir, ob die Interessenlage vergleichbar ist? Wir müssen also vergleichen, ist die Position, die die BGmbH erworben hat, vergleichbar der Position, die jemand unmittelbar vom Patentinhaber erworben hat, wenn der Patentinhaber danach eine ausschließliche Lizenz erteilt oder sein Patent überträgt. Also ist die Ableitung einer Rechtsposition von einem ausschließlichen Lizenzinhaber vergleichbar der Ableitung einer Position vom Patentinhaber selbst? Und was sagen Sie dazu? Auf eben den Lizenzinhaber und damit diese beiden Anwendungsfelder eben auf den Inhaber der ausschließlichen Lizenz anwendbar ein. Ja, der ausschließliche Lizenzinhaber ist genauso mächtig wie der eigentliche Patentinhaber selbst. Der hat im Grunde alle Verbotsrechte und die Ausübungsrechte. Damit kann ich auf dessen Lizenzen genauso vertrauen wie auf die Lizenzen, die unmittelbar vom Patentinhaber erteilt worden sind. Natürlich kann diese Lizenz zeitlich befristet sein, auch die Lizenzinhaber, dann bin ich zeitlich gebunden, aber ansonsten habe ich dann halt Glück. Frage, ist jetzt unser E wirklich völlig schutzlos? Wir haben hier eine unentgeltliche 5-Jahres-Lizenz, kriegt er jetzt gar nichts dafür und muss sagen, oh Pech, ist halt unentgeltlich und damit bin ich raus. Ist zum Glück hier nicht nachgefragt, aber wie wäre das denn? Hat der E jetzt wirklich Pech gehabt? Nein, in 5 Jahren kann er nicht dagegen vorgehen, aber da das ja 20 Jahre angelegt ist, könnte er ja, insofern das Interesse der BGmbH besteht, das weiter zu produzieren, nachher noch die Lizenz zu geben. Gut, was würden wir denn sagen, wenn das Patent für 20, die Lizenz für 20 Jahre verurteilt worden ist? Dann hätte er wirklich Pech gehabt. Ja, das ist eine gute Überlegung, aber nicht ganz zielführend, weil es war hier ausdrücklich vereinbart, dass das unentgeltlich erfolgt. Wer ist eigentlich derjenige, der zahlen müsste? Von wem leitet er denn sein Recht ab? Ja, genau, er leitet von der XAG ab. Hatte die XAG eine unentgeltliche ausschließliche Lizenz? Wie war das denn? Die hat ja nur umsatzabhängige. Die hatte eine umsatzabhängige Lizenz. Das heißt,
Es haftet die X AG gegenüber dem E für die Produktion durch die B GmbH und zwar nach den damaligen Vertragsbedingungen. Sie muss ihm also zumindest diese 3% Umsatzbeteiligung zahlen, die mit diesem Medikament erzielt wird. Auch wenn sie das ungelizenziert hat, kann sie natürlich nicht dadurch ihre Pflicht zum Erlöschen bringen. Ob man das begründet als Schadensersatz, weil man sagt, sie hat ihre Pflicht verletzt, indem sie eine Lizenz eingeräumt hat, die über ihre eigene Nutzungslizenz hinausgeht, oder ob man das als vertraglichen Anspruch konstruiert und sagt, im Grunde produziert sie ja trotzdem weiter über den gesamten Zeitraum und muss jetzt aber auch weiter zahlen, ist eine Konstruktionsfrage. Wahrscheinlich ist es aber eher ein Anspruch aus 280.1, dass man sagt, das ist eine Pflichtverletzung, dass sie hier die Lizenz erteilt hat und deshalb muss sie den dadurch entstehenden Schaden ersetzen.